Apropos Ausbildung, ich habe gelesen, du bist, engagierst dich auch sozial ein wenig. Ja. Das ja. heißt für Lichtblicke. Ja, und unter gibst, anderem. Hast eine Gesangsstunde hast du im Endeffekt verlost. Hast du die schon gegeben? Oder beziehungsweise fragen wir erstmal so, wie kam es zu dieser Idee? Achso, das habe ich schon mal gemacht. Das ist ja, für Kinder in Nordrhein-Westfalen. Und dann, ja, dann denkt man sich irgendwas aus, was man versteigern kann. Und ja, und dann dachte ich mir, ist ja blöd, meistens machen wir irgendwie so Bühnenklamotten oder so, aber da haben wir gesagt, komm, wir machen irgendwie was Spezielles. Ja, und dann haben wir mal eine Gesangsstunde versteigert und ja, und dann hat jemand mit seiner Freundin das so als Geschenk gemacht, hat auch wahnsinnig viel geboten. Ja, und dann das Geld wird dann halt den Kindern zur Verfügung gestellt. Und ja, und dann, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß schon, es ist auch irgendwie, ist glaube ich schon abgelaufen und ja, und jemand hat, ja, hat ganz schön viel geboten und dann. Ja, und dann gehen wir ins Studio und, ja, und dann werde ich über alle meine Tricks und Kniffe verraten. Alles, was ich gelernt habe, die letzten 8 Jahre. Hattest du eine richtige Gesangsausbildung oder ist das Naturtalent, was du hast? Also, früher, wie ich angefangen habe zu singen, in meinen ersten Bands, dann haben dann halt alle immer nachgefragt. Und dann und ich habe einfach aus dem Bauch rausgesungen und schon immer so gern gesungen und kann auch immer singen. Also 10 Stunden am Tag Ehrlich? Mit voller Power, ja, die Stimme ist immer da. Naja, und dann hat mich das aber so genervt, dass die Leute immer fragten, ja, du bist ja gar nicht, du hast ja gar nicht Gesang studiert. Und dann denke ich, okay. Ja, und dann habe ich Gesangsstunden genommen bei einer Gesangslehrerin über 2 Jahre. Naja, und dann kamen dieselben Leute an und so, ey, kannst du wieder so singen wie am Anfang? Das ist ja grauenhaft. Und irgendwie, ich muss sagen, mir persönlich hat das jetzt nicht so viel gebracht. Man lernt da vielleicht so Atemtechnik, aber ja, ich finde, Rock'n'Roll muss aus dem Bauch rauskommen und Metal und das ist irgendwie, ist anders. Natürlich, eine klassische Sängerin, Sänger ist anders, also da sind auch andere Sachen gefragt, aber also die 2 Jahre, ich habe es gemacht, um meine Ruhe zu haben, aber so gebracht hat es mir nicht viel. Und dann haben alle gesagt, ey, bitte sing wieder so wie vorher. Ja. Und irgendwie, ja. Und aber das ist ehrlich. Aber ich habe es auf jeden Fall gemacht und ich habe mich auch bemüht und ja, und ganz früher habe ich Klavier gespielt, aber das mache ich nicht mehr. Also singen ist es hauptsächlich. Ja. Manchmal zum Songschreiben. Okay, ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, weil ich denke mal, der Piesel, der wird gleich kommen, euer Tourmanager. Ja, geht ja gleich los. Und ich bin auch schon ganz, ja, ich merke so. Es kommt so langsam. Adrenalin steigt, ja, ich muss auf den Stuhl hin und her rutschen, merke ich so langsam, ja, macht man sich dann bereit. Und ja, und es ist ja jedes Mal wirklich wieder eine Wahnsinns-Herausforderung. Man möchte ja den Leuten geben, irgendwie was Einmaliges und dann. Eine Frage hätte ich nochmal. Mhm. So wie du auf den ganzen Covern dargestellt wirst, siehst du dich auch so oder sagst du, das ist, man verfremdet mich da schon ganz schön? Also es ist natürlich, ich liebe so Fantasy-Malerei und Comic, also natürlich ist das alles ein bisschen übertrieben. Also bei der Triumph and Agony, wie ich das Cover gekriegt habe, das war der Jeffrey Gillespie, der übrigens alle Cover mal. Da war dann die Oberweite, war dann so, und dann meinte ich, Jeffrey, das braucht ja nicht zu sein. Ja doch, so sehe ich dich aber in meiner Fantasie, naja, und dann, ja, und also ist es manchmal ein bisschen over the top und so, und, aber so, solange es schön ist, und ich mache das gern so, ja, so, ja, so, ja, dargestellt wird als Kämpferin mit, weiß ich nicht, Schwert oder auf Drachen oder Monstern, ja, ich liebe das, das ist irgendwie, finde ich, gehört irgendwie zum Mittel dazu. Ja. Besonders in den 80ern war es ganz klar. Und, ja. Und ich liebe aber auch alles Spirituelle, ob es jetzt Engel sind. Also ja, aber der Maler, der macht das immer noch nach wie vor für uns. Und ja, ich finde, der macht das immer. Aber ist natürlich manchmal ein bisschen schöner gemalt. Und, ja. Ja, das stimmt. Man ist ja auch noch Frau. Liebe Leser, der Piesel, der steht schon da. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Doro, möchtest du noch was gerade unseren Lesern mit auf den Weg geben? Gerne, ja. Also, ich wünsche euch was ganz, ganz super schöne Weihnachten und alles, alles Liebe fürs neue Jahr und bleibt so gut drauf, bleibt sauber, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns nochmal und keep Metal alive und ja, und einfach alles Gute von Herzen, eure Doro. Metal. Doro, danke. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Mich auch.